Die heutige Bewertung gehört Voltolos, das mit 145 Spezialangriff natürlich Monster ist. Dafür weniger Verteidigungswerte als Boreos. Was erklärt, warum es, weil zu Boreos nicht über ist, die Tiergeistform von Voltolos. Sieht auch etwas beschissener aus, aber gut, darum geht's ja jetzt nicht. Volt Absorber ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Fähigkeit. Tut natürlich Elektrizität aufsaugen, jedenfalls besser als Strolch oder Siegeswille. Hat auch nur zwei Schwächen, also da kommt er ganz gut davon. Wesen würde ich ihm auf jeden Fall Scheu geben. Und was ich als Pflicht erachte, ist Voltolos in einem Regenteam zu spielen. Ich gebe ihm mal gar nicht Regentanz. Gib mir einen Regentanz. Also spielen wir mit Regentanz, dann Donner, Kraftreserve, Eis und Fokusstoß. Ja, Fokusstoß, da kommen wir immer drauf zurück, aber er hat Eis und Gestein an Schwächen. Da ist Fokusstoß einfach perfekt, um beide auszuschalten. Kraftreserve, Eis kann auch eine relativ hohe Variation am Pokémon erledigen und natürlich Donner, was bei dem hohen Spezialangriff unter dem Regen richtig, richtig mächtig ist. Und Wasser-Pokémon können es auch schwer gegen einen verwenden, da der Donner sie wahrscheinlich erledigen wird. Wenn das scheue Wesen seinen Job gemacht, wird es auch schneller sein. Also für mich Voltolos der beste der drei Tiergeist-Pokémon. Auch wenn es einige anders sehen, für mich persönlich. Dennoch, das Problem bei ihm, er hat keine gute zweite Step-Attacke, also Luftschnitt wäre vielleicht deutlich besser, hätte er Orkan, wäre er sowas von absolut overpowered unter Regen. Also das kann ich schon verstehen, aber ja, Luftschnitt wäre vielleicht ganz nett gewesen, aber gut. Aloha, willkommen zurück zu Pokémon Weiß Edition 2. Ja, fangen wir erstmal an, dass wir BFQ Quest Part 5 machen. Wie viele Bulldozer stehen hier auf dem Wendelberg? Deine Oma, was weiß ich, 2? Oh, die heißt... Keine Ahnung, geil. Ich hatte echt keine Ahnung, aber ich habe mich an 2 erinnert, aber ich habe immer 2 gedrückt, also, ja. Das ist echt drauf. Boah, du bist sensationell. Du hast mein liebevoll zusammengestelltes BFQ komplett richtig beantwortet. Man muss sagen, tatsächlich, ich meine, man muss es im 5-Tage-Rhythmus machen und es gab sogar anspruchsvolle Fragen. Na gut, weil, welches war jetzt, welche Frage ist das jetzt, war jetzt vielleicht nicht so der Hammer, aber doch, es gab schon anspruchsvolle. Du bist ein echter Schwermetallmaniac. Jetzt halte ich fest, ich bin ein Medaillenvergabebeauftragter des Medaillenamts. So verleihe dir hiermit den Titel Schwermetallmaniac. Ich werde Dr. Medaille von deinem Talent als Schwermetallmaniac berichten. Und das war's? Super! Ich bekomme den Titel Schwermetallmaniac. Na, das hat sich mal gelohnt. Wow. Nun gut, wir werden dann jetzt in Orion City den Kampf mit Colin gegen Mike und Benny machen. Oder Moment, nee, Quatsch. Mit Mike gegen Colin und Benny. Mike ist ja der Rote und Colin der Blaue und Benny der wohl berühmteste der Grüne, aber auch nur, weil er in der Serie supported wurde. Ich frage mich mal, wie die ihre Auswahl treffen. Ich meine, Lilia und Benny als Supporter in der Serie. Jetzt Lucia hat Sinn gemacht, aber Ich bin der feurige Mike, der seinen Gegner mit Feuer-Pokémon einheizt. Aber kommen wir zur Sache, ich will mit dir im Team kämpfen. Bist du dabei? Jo! Ja, ich bin der stärkste von uns dreien. Mit mir ist dir der Sieg gewiss. Ja, wie ich sagte, Misty und Rocco hat auch Sinn gemacht, die ersten beiden Arena-Leiter. Und danach Mike und Lucia, aber Benny und Lilia? Hört sich für mich ein bisschen willkürlich an, das Ganze. Zumal, wie soll ich sagen? Weil das die Serie qualitätsmäßig am Boden ist, ist, glaube ich, keine große Überraschung für niemanden hier. Aber dennoch, vielleicht hätte man etwas mit etwas mehr Qualität holen können als eine Lucia. Also ich habe mal ein bisschen reingeguckt und sie ist grauenhaft, also wirklich grauenhaft. Da, oh, er kümmert sich schon um Mark Hammer, naja, danach wird ein Pflanzenbogen kommen, wahrscheinlich Vegi Cheetah, was ich auch so erledige. Aber ja, sie ist grauenhaft, jetzt kommt der Tentantel. Oh Mann, das war fies. Ja, und auch noch Eisenstachel, ach du Scheiße. Und oh, Feuersturm, sweet. Aber ja, wie ich schon sagte, das ist ein bisschen, naja,
Sie gefällt mir überhaupt nicht. Benny ist okay. Aber wenn ich nicht weiß, warum man Mike und Colin ihn wegen diskriminiert. Weil, ich meine, eigentlich sollten alle drei auf einer Stufe sein. Jetzt kriegt der eine mega Support, der andere dumm aus der Wäsche. Ich kümmere mich jetzt einfach mal um Drachen. Bei Trankler und Barschuft, weil Vegeta kriegt eh gleich einen Feuersturm ins Gesicht. Was auch gut ist. Also, deshalb bin ich mit dem Kampf von Funifras sehr zufrieden. Ich glaube, Mike versteht was von Kämpfen. Aber ja. Au, nein, ich hätte ihn früher erledigen sollen. Scheiße, nein. Oh Gott. Gut, dass jetzt greifen wir zu zweit ein Wasser-Pokémon haben, das sollte jetzt wirklich ausreichen. Aber gut. Erledigen wir jetzt Barschuft erstmal, dann passt es. Heilen brauche ich mich ja jetzt nicht, brauche ich keinen Drang verschwenden. Wie gesagt, wir greifen zu zweit eines dieser Pokémon an. Das sollte dann schon passen. Okay, er hat nur Feuersturm. Okay, ich glaube, ich habe mich so eben umentschieden. Wenn der Typ nur Feuersturm hat, dann gehe ich doch lieber auf die Top-Genesung. Vor allem, damit dieses nervige Blubblub aufhört. Dankeschön. Du kannst aufhören. Ich habe ihn geheilt, du kannst aufhören. Danke. Oh, Horta, was anderes mal. Alles klar. Oh ja, etwas, wie gesagt, etwas mit ein bisschen mehr Tiefsinn wäre, und das ist keine sehr clevere Attacke, mein Freund. Wäre, wie gesagt, Benny ist okay, ist ein bisschen wie Rocco halt, der tut die ganze Zeit kochen und ist so Gentleman-like. Ich muss auch sagen, die eine Folge, die ich gesehen habe, war sogar ganz lustig. Die habe ich mit meinen Schwestern angeschaut, weil die sind ja gerade, werden gerade so Mega-Fans. Aber, wie gesagt, es ist qualitätsmäßig echt am Boden. Der Manga ist doch schon was ganz anderes. Den kann ich nur jedem, der auf Action steht, ans Herz legen. Also da gibt es Szenen, da wird ein Arbok in zwei geschnitten. Nicht, dass ich jetzt diese übertriebene Gewaltdarstellung in neueren Mangas und Animes gutheißen würde, weil ich finde, es ist einfach scheiße. Einer fliegt über eine Tür und klatscht gegen die Tür und 1 Million Liter Blut überall. Denke ich mir, ja, kommt mal klar mit eurem Leben. Aber, also, aber solange es authentisch ist und nicht so, wir sind alle die besten Freunde wie in Pokémon-Serie, weil, ganz ehrlich, sogar Tabaluga, was ich jetzt Kind geschaut habe, war erwachsener als die derzeitige Pokémon-Serie. Ich mache keine Witze. Es ist traurig, was daraus geworden ist. Einfach nur traurig. Naja, ich war ziemlich gut, aber du hast auch ganz schön auf den Putz gehauen. Na, jetzt bleibt auch. Es bleibt auch heute Spuckewerk. Was, Colin und Benny? Als Pokémon-Trainer kann mir keiner von euch das Wasser reichen, meine Brüder. Wir werden sehen, was morgen passiert, wenn ich mit Colin zusammenkämpfe. Wahnsinn, du bist einfach unglaublich. Wer mit dir ein Team gründet, kann sich auf brandheiße Kämpfe freuen. Ich hoffe, dass wir nicht. Das ist auch nicht unser letzter gemeinsamer Kampf. Doch. Doch. Bedauerlicherweise schon. Okay. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich mich jetzt um einige Sachen kümmere, die ich so noch nicht machen konnte. Zunächst werde ich aber einiges in meinem Team ablegen müssen. Gut, hole ich mal eine Medaille. Ja, ich habe nichts anbrennen lassen. Ich weiß doch, ich lasse nie was anbrennen. Super schlau. Und Schwermetall-Maniak. Okay, immerhin gab es eine Errungenschaft. Also insofern passt es. Ich dachte, ich könnte so einen lächerlichen Titel auf meinem Trainer passen oder so, aber immer in der Errungenschaft, damit kann ich gut leben. Und ja. Erstmal den da weg. Und jetzt tun wir hier mal Staffeln. Weg. Weg. Ich brauche 4 freie Plätze. Alles klar. So. Erster Schritt. Ich hole mir dieses verdammte Vonera-Ei, was, ja. Bei Eiern kann ich es gerade noch so verstehen, dass man sie aufnehmen soll. Muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, bei Eiern komme ich noch so. Dann habe ich den Schutz eingesetzt. Alles klar. Daran kann ich mich nicht erinnern, obwohl ich den letzten Part des gestern aufgenommen habe. Aber okay. Ne, ohne Witz. Jetzt habe ich sie verpasst. Jetzt war ich gerade so verwirrt. Also manchmal ist dieses Spiel komisch, oder? Ich weiß auch noch einmal, da war ich, ich glaube, am alten Fluchtweg. Und da kam plötzlich Schutz funktioniert nicht mehr. Ich dachte mir, what the fuck? Wenn ein Pokémon-Ei mit einem großen Pokémon zusammensteckt, sprich, wenn du es zusammen mit anderen, den anderen auf deiner Reise dabei hast, dann soll das positive Auswirkungen haben. Bestenfalls mal in der Pension auf Route 3 Dach. Die können dir sicher alles ganz genau erklären. Ja,
Ne, Cargo habe ich leider nicht, was mit Flammenkörper das Ganze helfen könnte, aber ja. Warum ich so viele freie Plätze brauche, ich möchte jetzt hier im Museum meine ganzen Pokémon mal herrichten. Genauer gesagt, ein Ammonitas. Yay. Ja, natürlich möchte ich ihm einen Spitznamen geben. Dieser Spitzname geht an den Loller. Vielen Dank für die Unterstützung in meinen Videos. So, nächstes Fossil ist das Dornfossil. Ja, ich habe tatsächlich das Federfossil, weil ich glaube in Weiß das Panzerfossil genommen habe, war meine Entscheidung. Und jetzt haben wir ein Kabuto. Exzellent. So, Spitzname, den Kabuto kriegt, ist Tiger Rose. Vielen Dank für die Unterstützung bei meinen Videos. Und ein weiteres Fossil haben wir noch, das Federfossil, was wir auch nicht ungeachtet lassen möchten. Ein Flapterix. Oh yeah. Wie gesagt, kannst du wie stark werden, das Flapterix. Und den Spitznamen, den ich hier jetzt verwende, der geht an Chantuyes. Vielen Dank für die Unterstützung über all die Jahre. Alles klar. Dann wäre das hier soweit abgeschlossen. Ich werde jetzt alle Pokémon wegtun, außer das Ei. Ich werde es einfach entwickeln, weil gut... Quatsch, entwickeln, ausbrüten lassen. Entwickeln werde ich das garantiert nicht. Ich trainiere doch kein Vomera zu einem Chanera. Aber ich muss sagen, um mal etwas Positives über die ganze Sache zu sagen. Mir ist es so wesentlich lieber, als wenn man mir einen Chanera gibt und sagt, hier, du musst ihm einen ovalen Stein geben, erst in die Pension bringen, damit du ein Baby kriegen kannst. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meiner Meinung nach gibt es nichts Unnötigeres als Babys im Pokémon-Universum. Vor allem, ich habe gar nicht mal ein Problem damit, dass man eine Vorentwicklung macht. Das ist zwar unnötig, aber ich könnte mitleben. Schlimm wird es dann, wenn man extra sich irgendwie verrenken muss und alles Mögliche machen muss, nur um dieses Baby-Pokémon zu bekommen. Das ist... Ich meine, wie gesagt, wenn man es in der freien Wildbahn fangen kann, ist es zwar unnötig, weil Pokémon brauchen Männer schon eine Entwicklung, aber okay. Durch ein Mobile in Pearl oder Pantimini in Diamond, das ist okay. Aber, dass man sie dann entwickelt, dass man da dann irgendwelche Lahm, also dass man irgendwelche Rauche ihnen geben muss, oder über Chanera, beziehungsweise Wunera, ein ovaler Stein. Nein, danke. Wobei, ich glaube, das ist ein schlechtes Beispiel, weil, ich gebe zu, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber es könnte auch sein, dass man, Vunera einen ovalen Stein geben, zum Tragen geben muss, damit es sich in Chanera, zu Chanera entwickelt. Das, ja, das ist sogar ziemlich sicher, glaube ich, weil es ist keine Levelentwicklung. Gut, da habe ich mich, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber, ja, es gibt solche Pokémon wie zum Beispiel Relaxo, um da einen Mampfaxo zu bekommen, muss man ihm, glaube ich, einen Lahmrauch geben. Und so ist es bei vielen Baby-Pokémon und das ist einfach unnötig. Aber wenn man, wie gesagt, wenn man sie schon in der freien Wildbahn fangen kann, wie auch Magby oder Elekid, dann ist es wiederum okay. Sie sollten sowieso viel mehr in die Offensive gehen, dass die Items, Quatsch, dass die Level, die angeboten werden, also, dass man halt Pokémon mit Level entwickelt, wenn sie Babys sind und nicht irgendwelche komischen Stunts macht mit Zuneigung und was weiß ich. Ich meine, es gibt Zuneigungs-Pokémon, aber die sind in der Regel dann auch wirklich gute Endentwicklungen und, ja. Dass man das schon bei so kleinen Viechern machen muss, ich weiß ja nicht. Aber gut. Ich design ja nicht die Spiele, trotzdem ist es eine, finde ich, berechtigte Kritik. So, jetzt habe ich mich trotz allem dazu... Oh Gott, wo ist denn das? Da ist irgendwo ein Item in der Mitte. Ja, jetzt habe ich mich trotzdem dazu durchgedrungen, Route 17 und 18 zu machen. Einfach, weil sonst nicht mehr viel vom Spiel übrig bleibt. Danach haben wir auch noch ein legendäres Pokémon. Und dann war es das tatsächlich soweit. Was ich danach noch machen werde, ist... ja, die ganzen... Dings... die fehlenden Bereiche von der weißen Baumhöhle noch und dann
werde ich das LP einzig erst einmal beenden. Beziehungsweise Quatsch, nicht erst einmal beenden, sondern ich werde, ich sag mal, es ist schwierig zu sagen, auf jeden Fall. Das LP an sich ist dann, sag ich mal, vorbei, die Erkundung von Einarn, und dann kommen halt auch ein Haufen Spezialparts, was man sonst noch so machen kann im Pokémon-Universum. Die ganzen Rückkämpfe und andere Sachen. Und die werde ich dann in gesonderten Extra-Parts machen, dass, falls ihr sie nicht sehen wollt, ihr sie überspringen könnt, weil ich euch nicht voll mit Content haue in gewissen Situationen. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viel, was man später noch tun kann. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, Events gibt es kaum in diesem Spiel. Also da muss ich echt gucken, ob ich überhaupt das machen kann. Ich glaube, das Einzige ist mit einem... Oh Gott. Mir fällt der Name immer noch nicht ein. Von dem von dem vierten Musketier. Warum eigentlich nicht? So schwierig ist er jetzt echt nicht. Der ist sogar einigermaßen gut. Aber ich komme einfach nicht drauf. Ich komme beim besten Willen nicht drauf. Moment mal. Genesect, Meluetta, Cobalium, Terrakium, Viridium. Ne, ich habe keine Ahnung. Ihr braucht es mir auch nicht sagen, weil irgendwann wird es mir schon wieder einfallen oder ich schaue es nach dem Part nach, aber auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es noch ein Event für Mythos-Schwert, aber ansonsten, ja. Und ich bin gespannt, wie viele einfach das, was ich gerade gesagt habe, überhören werden, wo ich extra sage, ihr braucht es mir nicht in die Kommentare zu schreiben und sofort als erster Reflex in die Kommentare schreiben, ja, das, der ist so und so oder so und so. Und dann vielleicht danach sogar schreiben, ups, jetzt habe ich erstmal das Video zu Ende geschaut, Zri. Ja, also ich nehme an, um das Positive zuerst zu sehen, es ist schön, dass ihr so eifrig Kommentare schreibt und ich freue mich darauf. Und wenn ich einen Fehler mache, habt ihr auch das gute Recht, mich zu verbessern. Ist ja auch gut, nicht dass irgendwelche, nicht dass ein neutraler Schauer, Beobachter denkt, das, was ich in dem Video sage, sei richtig, was es eigentlich falsch ist. Aber es reicht wirklich, wenn es einer tut. Und wenn ihr diesen Kommentar hochsammt, weil es alle sehen möchten, dann bringt das relativ wenig, weil nach einer gewissen Zeit verschwinden die Top-Kommentare immer. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist eine merkwürdige Sitte von YouTube, dass die Top-Kommentare mit der Zeit verschwinden. Also wirklich, da gibt es Kommentare, die haben was ich 70, 80 Daumen hoch und dann ist plötzlich einer als bestbewerteter Kommentar oben mit 2 Daumen hoch oder so. Ja, der vielleicht sagt, erster Kommentar schreibe ist ein Scheiße oder so. Finde ich sehr sinnlos, aber in dem Fall bringt das auch nichts. Also guckt einfach, hat schon einer in die Kommentare geschrieben. Wenn ja, passt's. Weil, wie gesagt, ihr braucht es nicht hochzuhaben, damit jemand es sieht, weil das bringt nichts. Und ja, mehr könnt ihr dann auch nicht machen. Weil, wenn jemand sagt, das und das ist falsch, werde ich es schon nachprüfen. Und sollte es falsch sein, dann werde ich es natürlich akzeptieren. Und sollte der Kommentarschreiber es sich ehren, werde ich das in einer Antwort tun. Also wenn ich nicht antworte oder zustimmend in dem Kommentar antworte, ist die Verbesserung auf jeden Fall richtig. Gut, Leute. Das war's an diesem Part von Pokémon Weiß Edition 2. Wenn der Part euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch unterstützen, was nicht Daumen runter. Und beim nächsten Mal werden wir die Route 17 und 18 weiter erkunden. Bis dann.